Der Lufthansa-Raub war der größte Bargelddiebstahl aller Zeiten. Größer als der legendäre Postraub in England. Sogar größer als die Sache bei Brings. Um sich so viel Geld in die eigene Tasche zu stecken, muss man normalerweise Politiker sein. Wartet bitte. Ich kenne einen Plan, die Lufthansa um 20 Millionen zu erleichtern. Erzähl uns eine gute Geschichte oder Wärm schlitzt dich gleich auf. Ich kann die Auslieferung des Geldes wann immer ich will verhindern. Und weiter? Tue ich es am Freitag, bleibt das Geld das ganze Wochenende im Tresorraum. Und die Kombination kenne ich auswendig. Okay, dreht das dann. Die Leitung hat Berg. Franchi, du besorgst mir 6 Skimützen, 6 Paar Gummihandschuhe, Handschellen für die Geiseln und 2 Lieferwagen. Und für mich einen Rosenkranz. Schalt die Alarmanlage aus. Schneller! Gepriesen seist du, heilige Maria. Du siehst nach einer Millionenbeute aus. Du siehst nach einer 10-Millionen-Beute aus. Theresa wurde von der Gefahr angezogen wie eine Motte vom Licht. Sie ist die Richtige für diesen Job. Nein, ich traue ihr nicht. Der Kerl, der mir mal erzählt hat, Verbrechen zahlt sich nicht aus, hatte recht. Aber er war kein Spieler. Ein richtiger Spieler sagt niemals nein, wenn der Einsatz hoch genug ist.